So, und weiter geht's mit den Super Mario World Hacking Tutorials. Und diesmal zeige ich euch, was es mit den Paletten auf sich hat, also die gesamten Farben. So, und dazu brauchen wir das Menü hier oben. Das Open Palette Editor Dialog. Wenn wir da jetzt drauf gehen, sehen wir hier so ein paar coole bunte Farbchen. Und diese Farben sind jetzt die Farben, die im Hack benutzt werden. Und da gucken wir uns erstmal die Sachen hier drüben an. Da haben wir die Back Area Color, die Foreground Palette, die Background Palette, die Sprite Palettes und die Mario Palettes. Oder die Player Palettes. Und hier ein Feld für Back Area Color. Also wenn wir uns jetzt erstmal hier oben das hier angucken, Back Area Color, und das hier verändern, dann sehen wir, dass wir hier diese Back Area Color verändern. Und da bekommen wir ein paar schöne Farben raus. Aber natürlich kann man das hier auch manuell machen, indem man einfach hier draufklickt und sich irgendwas aussucht. Und dann kann man den Hintergrund verändern. Und es wird dann für diese jeweilige Option hier, wird das dann festgelegt. So. Dann haben wir hier die Foreground Palettes. Und wenn man hier die hier verändert, merkt man, dass sich bestimmte Bereiche links verändern. Und das sind jetzt die Paletten für den Vordergrund, also alle Teils, die man benutzt. In diesem Fall hier den Boden. Dann haben wir noch den Background Palette, der die Teils für den Hintergrund verändert. Und wie wir hier sehen, tut der Hintergrund nicht ganz klappen. Also an manchen Stellen, wie man hier sieht, nicht ganz hinhaut mit den Farben, da das extra für diese eine Palette hier ausgelegt ist. Das ist BG Palette 1. Für dieses Level zumindest. Und Sprite Palettes, die jetzt aber nicht wirklich was verändern, auch wenn ich das zweite drauf tun würde, deswegen interessieren sie uns gerade nicht. Und die Paletten für Mario und Mario, wenn er eine Flower hat. Und das gleiche natürlich für Luigi. So. Und jetzt, wie man gesehen hat, verändert man, dadurch, dass man hier drüben ein paar Optionen verändert, hier drüben bestimmte Bereiche. Und diese Bereiche sind zum einen hier ganz links oben, das ist die erste Hälfte hier links oben. Ist der Bereich für die Background Colors und das rechts drüben ist der Bereich für die Statusleiste oben, also da wo auch Mario steht, die ganzen Münzen und wie viel Zeit man noch hat. Dann hat man hier die nächsten paar Reihen, zwar von 2 bis 7, das ist hier, die ganzen Farben für die ganzen Blocks hier im Vordergrund. Und ab 8 geht es dann weiter mit den Palettes für die gesamten Sprites. So. Und wenn man die jetzt hier drüben verändert, hat man ein Problem. Wenn man jetzt für dieses Level hier sagt, ja, ich nehme einfach mal diese Palette hier, dann ist das überall verändert. Und das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir jetzt für diese eine Palette hier das verändern wollen, also nur für dieses Level, dann klicken wir oben auf Enable Custom Palette. Jetzt sehen wir hier, dass wir diese Sachen hier an der Seite nicht verändern können. Und dafür aber haben wir jetzt diese Palette, die dann nur für dieses eine Level ist. Wenn wir dann ein anderes Level gehen, können wir da dann wieder andere Farben nutzen. Und wenn man jetzt mal guckt, wie das angeordnet ist, das haben wir hier die Reihen, das sind die Paletten und die verschiedenen Farben, die jeweils eine Nummer haben in dieser Palette. Und das kann man jetzt auch auf der rechten Seite hier drüben sehen. Das hier oben ist Palette 0 und es geht bis Palette F. Und dann haben wir die Color Number, die geht von 0 bis F wieder. Also genau wie man es vielleicht von Hexadezimal kennt, von 0 bis F. 15 Stück. Und dann haben wir hier unten noch eine besondere, ein paar Informationen, die man nicht wirklich so unbedingt braucht. Hier haben wir den PC-RGB-Values, NAS-RGB-Value auf Hexadezimal und Dezimal. Das hier ist jetzt der Code für genau diese Farbe. Der Computer weiß jetzt, dass genau das hier diese Farbe sein soll und die SNES, wenn sie das liest, weiß, dass das dieser Code für diese Farbe stehen soll. Man sieht, dass das zwei unterschiedliche sind, weil der PC mehr Farben nutzen kann als die SNES. Und da sieht man natürlich drüben noch die in Dezimal umgerechnet. So, verändern wir zum Beispiel jetzt mal die Back Area Color hinten. Und was man am besten macht, ist, man nimmt sich diese Farbe und speichert die hier irgendwo anders, indem man diese Farbe hier einfach mal hinzufügt und am besten einfach mal alle Felder füllt und sich dann hier eine neue Farbe macht. Nehmen wir mal einen giftgrünen Hintergrund. Und jetzt, wow, das sieht böse aus. Und wenn man jetzt verkackt, kann man sich diese Farbe einfach mal wiederholen. Bloink, und dann wird das Hand hier beschrieben. Weil immer wenn man
irgendwas ändert, wird die Farbe, die man gerade ausgewählt hat, zur allerersten Farbe hier unten. Deswegen sollte man immer aufpassen, wie man die Farben speichert, damit man jetzt nicht seine ursprüngliche Farbe überschreibt oder die Farben anders benutzt, weil es bleibt zwar so, die Farben im Raum bleiben zwar so, aber wenn man jetzt zurückwechseln will oder irgendwas umwechseln will, dann klappt das nicht mehr, man muss sich die Farbe neu raussuchen und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber das war es dann auch so ziemlich. Man kann hier irgendwie verschiedene Sachen nutzen. Ich glaube, das hier ist für die Question Box, nicht Question Box, sondern die Textbox. Und dann gucken wir mal diese Farbe hier. Ja, ich glaube, es ist auch nicht für die Textbox. Gucken wir mal, ist das hier für die Textbox? Ja, man sieht hier unten, das hier ist der Schatten der Textbox, den ich jetzt grün gemacht habe. Und wenn man hier jetzt irgendwelche Sachen verändert und denkt sich, ah shit, ich hab verkackt, dann einfach hier oben Cancel drücken, das hier oben ausschalten und dann würde er sagen, hey, deine Kastenpalette wird jetzt gelöscht. Dann sagst du ja, okay. Und wenn du es nicht löschen willst, dann tut man das hier oben, diese Enable Custom Palette, einfach anlassen. Weil ausmachen und speichern, das verdeckt ihn nicht gut. Und das war es jetzt soweit mit den Paletten hier drin. Obwohl, ach ja, eine Sache gibt es noch. Wenn man jetzt von einem einzigen Block die Farbe verändern will, kann man hier oben in diesen 1616 Teileditor gehen. Sagt man zum Beispiel jetzt, ach, der Hintergrund von den Dingern da, der ist grün. Das will ich nicht. Also tut man die 1616 Attribute nutzen und sucht sich einfach eine andere Palette aus. Man muss jetzt nicht wirklich Paletten raussuchen, aber das ist doch egal. Machen wir mal Palette 0. Oh, das sieht aber komisch aus. Palette 1. Oh, ist jetzt nächstes Mal grün. Das reicht mir. Und dann geht man mit Pfeil hoch und Pfeil runter, kann man hier durchscrollen. Die in 1 und 2 sind belegt, also 0 und 1 in diesem Fall sind aber die ersten beiden für die Level Tiles. Und ab 40, glaube ich. Ja, 40 und 41 ist das, was für zum Teil auf den Hintergrund benutzt wird. Nein, nicht zum Teil, es wird für den Hintergrund benutzt. Und da geht man am besten hier irgendwelche unbenutzten Sachen. Ich sollte das nicht hier oben machen, weil die werden zum Teil wirklich noch fürs Level benutzt. Und dann klickt man hier oben Rechtsklick drauf und schwupps hat man sie hier eine neue Teil und die kann man jetzt benutzen, indem man die hier oben nutzt. Aber erstmal speichern und das macht man, indem man F9 drückt und dann sagt, yo, speichere mir das Ding. Und dann geht man hier oben auf den ganz normalen Editor, den man hier hat von Map 16 und schwuppdiwupp, ich habe hier meine umgemodelte Frucht, die eine ziemlich komische Farbe hat. Ja, und das kann man dann mit allen Blocks machen, kann man irgendwie mal will die Palette verändern, aber wie gesagt, nur die Palette, außer man macht irgendein komisches Code-Gefuchtel, aber das Code-Gefuchtel, das ist schon so fortgeschritten, dass ich das wahrscheinlich beim ganzen gesamten Tutorial nicht mal dran blicken werde, außer ich denke mir, ach, ich mache ein bisschen weiter und tu wirklich alles abdecken, was es sonst zu hacken wissen gibt und nicht nur die Basissachen, aber egal. So, speichern das Ganze mal und jetzt können wir das Ganze noch auf der Overworld machen, aber es ist ziemlich genau das gleiche, nur dass wir hier jetzt andere Paletten haben, die nicht unbedingt genau das gleiche tun wie jetzt im Level. Und hier kann man sich verschiedene Bereiche aussuchen und man merkt, wenn man sich einen neuen Bereich aussucht, dann ändert sich nur der Teil hier drüben und das ist halt der Teil, der dann jetzt für die Blöcke hier benutzt werden. Und wenn man jetzt die Main Area, den Hintergrund anders machen will, macht man ja eigentlich genau das gleiche wie vorher und kann man den Hintergrund verändern. Aber das war es dann soweit. Natürlich nicht vergessen zu speichern, wenn man speichern will. Wenn nicht, dann einfach hier oben drauf drücken. Dann wird alle Sachen, die wir gemacht haben, mit der auf rückgängig gemacht. Bis zum letzten Speichern. Auf jeden Fall, das war's für diesen Teil des Tutorials. Man sieht sich.